Sondern irgendwann ist die Waschmaschine da abgegoogelt. Wir machen dann die Tür zu. Oder geht ja nicht mehr, weil ich den Tisch da eingestellt habe. Geil. Mallorca ist nur einmal im Jahr. Ist Mallorca nur einmal im Jahr? Für dich? Nee, Mallorca ist für mich eigentlich nicht nur einmal im Jahr. Ich habe richtig, muss ich sagen, Blut geleckt. Und was irgendwie die letzten Jahre gar nicht so auf dem Schirm war, die Insel hier, die Baleareninsel, hat sich irgendwie jetzt so ein bisschen geändert. Im Herbst letzten Jahres schon. Da hatte ich auch 4 Tage hier noch verbracht und in Vorbereitung auf Südafrika. Und muss sagen, ich bin echt begeistert. Wieder begeistert, ja. Alte Liebe rostet nicht. Hä? Alte Liebe rostet nicht. Alte Liebe rostet nicht und ja, im Sommer dann Ballermann. Jetzt sind wir doch mittendrin. Lass uns mal vorne anfangen, weil dein letztes Saisonrennen, das ja äußerst erfolgreich lief, Ironman in Südafrika gewonnen, ist ja noch gar nicht so lange her. Und jetzt ist Januar. Ist es noch Trainingseinstieg oder wo stehst du aktuell? Was ist das für ein, wenn du das Trainingslager so einordnen müsstest in deinen Saisonverlauf? Sind wir ganz am Anfang? Sind wir schon irgendwie mittendrin? Nee, ist absoluter Trainingseinstieg. Ich war, bevor es nach Mallorca ging, war ich noch mal eine Woche in Tschechien zum Langlaufen. Das war der absolute Einstieg so. Und sagen wir mal so, das ist jetzt der Einstieg 2.0, wenn man so will. Einfach, ja, in Tschechien war es viel, viel Langlaufen und halt im Schnee laufen. Mal besser, mal schlechter. Und jetzt hier in Mallorca ist schon, ja, halt Swim, Bike, Run, so wie man es halt kennt. Ja. Ja. Und deswegen war das jetzt hier so der Swim, Bike, Run Einstieg mit Rennrad und so weiter, halt wie man es halt gewohnt ist, sag ich mal. Ja, ja. Genau, genau. War aber schon nach Südafrika einiges auch los, glaube ich, bei dir, ne? Also ist es jetzt dann gut, mal zu Hause rauszukommen und zu sagen, boah ja, jetzt mal wieder Fokus aufs Training, alles mal ausblenden und wirklich schwimmen, Radfahren, laufen, gucken, wieder fit zu werden, reinzukommen. Was war alles los? Ich meine, wir können ja offen drüber sprechen. Das Fahrrad steht hier, Giant, das ist eine neue Fahrradmarke, das ist nicht mehr Scott, wie es die letzten Jahre war. Das heißt, du bist totally new equipped, was das angeht. Jetzt noch halt hier mit Rennrad unterwegs. Jetzt ist Giant aber nicht das Einzige, was dazugekommen ist. Hoka ist ein neuer Partner an Bord. Abus ist ein neuer Partner an Bord. Das heißt, irgendwie war offensichtlich einiges los. Wie wichtig ist jetzt ein Trainingslager für dich, um auch mal wieder runterzufahren und sich daran zu erinnern, dass es halt am Ende des Tages schon auch ums Training geht? Ja, richtig wichtig. Ich meine, du hast schon eigentlich alles so auf den Punkt gebracht. Nach Südafrika war schon einiges los, das kann ich so bisher auch nicht. Wobei ich auch sagen muss, dass jetzt mit allen drei Partnern, mit denen ich jetzt neue Wege gehe, mit denen standen wir auch vor Südafrika schon in Kontakt und in Verhandlungen, wenn man so will. Und das war eigentlich schon vor Südafrika eingetütet, dass die wollten und ich wollte. Also es war schon einfach, wir haben uns da schon positiv einfach zusammengefunden. Und klar, Südafrika war dann halt einfach das Beste, was passieren konnte. Mhm. Die haben sich alle gefreut, die haben alle mitgefiebert und haben dann sofort gratuliert und so weiter. Also es war echt schön zu sehen. Und ja, ist natürlich auch, war für mich auch richtig gut, um einfach zu zeigen, naja, ich kann gewinnen. Ne? Also so eine neue Partnerschaft ist ja immer dann blöd, wenn man unterschreibt, na und dann kommt erstmal ja nichts oder sowas, ja. Und ja, das war jetzt irgendwie so. Ja, ich habe Bock zu allen und ich hatte auch Bock, ja, und so weiter. Und dann kam Südafrika dazu. Das hat halt irgendwie für die und für mich einfach nochmal so einen richtigen Motivationsschub gegeben. Mhm. Und das war einfach richtig, richtig, richtig toll. Abgesehen davon natürlich, genau, klar, wollen dann viele Leute was von dir, fragen viel und so weiter und so fort.
deswegen kam ich dann auch bis Weihnachten irgendwie gar nicht so richtig zum Trainieren. Ich war mal Langlaufen ein paar Mal bei uns in Freiburg, aber das war halt einfach so just for fun einfach. Ne? Mhm. Oben tolles Wetter, komm, Ski eingepackt und hoch. Und ab die Luzi, ja, auf die Bretter. Aber so richtig angefangen habe ich dann eigentlich so 1.1. oder sowas. Ja. Ich wollte immer früher, aber es hat dann nie geklappt. Ja. Und deswegen war das jetzt aber wirklich gut, nochmal rauszukommen und ja, sich einfach wirklich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Weil am Ende ist ja das wo ich mich dann auch messe, ja, also, oder wo der Erfolg dann entsteht im Prinzip. Mhm. Ja, und das, was mir auch wirklich Spaß macht. Ja, ich habe jetzt das Glück gehabt, dass Giant schon das Rad liefern konnte. Mhm. Und ich ja auf Mallorca. Das ist, dann, was tatsächlich gerade nicht so selbstverständlich ist bei den Fahrradmarken. Genau, also ja. Es ist echt also Wahnsinn. Und da bin ich auch mega dankbar, dass die das einfach so möglich gemacht haben. Hoka-Schuhe habe ich auch schon und so weiter. Abus-Helm, also ich bin hier nach Mallorca angereist. Maurice Clavel 2.0. Maurice Clavel 2.0, so ein Grinsen natürlich. Ja. Und dann kam auch die Sonne raus. Und ja, das war einfach dann richtig, richtig schön. Man hat auf jeden Fall mitbekommen, dass du ordentlich busy bist. Also du hast relativ viel trainiert, so. Also es war schon, glaube ich, eher ja, umfangsorientiert und du hast Volumen gemacht. Und du warst aber halt auch echt gut beschäftigt. Irgendwie immer wieder Sprachnachrichten hier, Telefonat da, dann am Laptop irgendwelche Fragen beantwortet und den Sponsoren geschickt. Macht dir das Bock? Oder würdest du sagen, so, boah, eigentlich würde ich am liebsten nur trainieren und das Ganze drumherum und Content hier und da was posten und da noch irgendwie was machen. Das ist eigentlich jetzt nicht so das, was für dich unbedingt sein müsste. Ist einfach nur part of the job oder wie ist dein Verhältnis zu dem Ganzen? Ja, schwierig. Manchmal habe ich Bock, manchmal aber muss ich auch ehrlich sagen, denke ich mir so, oh Alex, Social Media, Alter, das kotzt mich einfach an. Mhm. Ja, so. Und ich glaube, das geht jedem so, nur keiner sagt's. Bis jetzt. Bis jetzt, ich sag's und ich glaube, es ist absolut real, ja, das ist Reality. Aber am liebsten hätte ich einfach so eine Kamera, muss ich sagen, die immer dabei ist, wenn ich trainiere und wenn ich irgendwas so, ja, einfach, und dann könnte jeder mal reingucken, ja. Hätte ich kein Problem mit, ja, ja, und dann wäre immer jeder dabei, aber das wäre mir ja gerade egal, ja, das wäre cool. Abgesehen davon, natürlich macht es auch Spaß, ja, wenn du dann geile Bilder hast, ja, die du dann da posten kannst, heißt, gute Bilder heißt ja nicht zwangsläufig, dass alle irgendwie lachen und alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Man kann ja auch mal irgendwie Verzweiflung oder sowas posten, mhm, oder so irgendwie Enttäuschung, ne? Aber das muss dann irgendwie trotzdem auch gut aussehen. Also ein gutes Bild, mhm, sein, also ja, quasi was rüberbringen, ja, und nicht irgendwie so ein Selfie, ja, wo du nichts erkennst. Ja, stimmt. Das regt mich dann selber auf, wenn ich sowas sehe. Und das finde ich halt einfach schwierig, ja, dass es schwierig ist, da die Qualität so hoch zu halten. Ich komme gerade ins Grübeln, weil du ganz am Anfang das von, ja, das ist real, das ist die Reality gesprochen hast. Man hat natürlich so dieses Social Media geprägte Bild von Sommer, Sonne, Sunrise hier, irgendwie, ja, Käffchen da und alles ist wunderbar. Ich meine, wenn man hier den Alltag mitbekommt, dann ist es halt nicht nur so. Also klar gibt es die Momente auch, wo man dann unterwegs ist, ja, cool. Ja. Aber man muss halt auch sagen, das war schon relativ amtliches Pensum, was jetzt hier irgendwie auch im Programm auch stand. Und was irgendwie neben dem ganzen Arbeiten dazu kommt, was ich auch noch nie irgendwo wahrgenommen habe, ist so dieses Thema so Heimweh. So hier, mhm, zu sein, ne? Klar, man kann sich jetzt aufs Training fokussieren, das hat ganz viele Vorteile, aber du hast halt auch Family zu Hause, ein Junior zu Hause sitzen und das spüre ich ja selber auch, jetzt das erste Mal, 2 Wochen von zu Hause weg zu sein. Da war am Anfang meine Vorstellung von besser, ja, als es jetzt dann tatsächlich war. Also es war gar nicht so geil, muss ich sagen. Klar. Ich verstehe, was du meinst. Die Qualität vom Training nimmt zu,
aber das erste Mal ist auch das Gefühl von Heimweh wieder da, was man auch ganz lange nicht kannte, wenn du irgendwie vogelfrei bist. So, wie geht dir das? Weil am Ende ist das was, das sieht man und hört man und liest man eigentlich nie irgendwo, dass es halt auch mal nicht cool ist, weg zu sein von zu Hause. Genau, ich werde jetzt, genau, keiner schreibt so, ja, dritter Tag im Trainingslager und ich will nach Hause. Ja, genau. So, hä? Genau, das geht mir ähnlich. In Tschechien im Trainingslager habe ich dann telefoniert mit zu Hause und Levi hat halt geweint, weil er mich vermisst hat. Ne? Und ja, natürlich ist es mein Job und natürlich bleibe ich dann hart und fahre nicht nach Hause. Klar, und sag, ich komme bald wieder und so weiter und so fort. Aber trotzdem gibt es auch eine andere Seite, ja, die dann, wo man denkt so, scheiße, ja. Krass, ja, und deswegen, es geht mir ganz genauso. Ich versuche dann halt einfach professionell damit umzugehen. Levi kennt es auch nicht anders, muss man auch sagen, aber trotzdem ist es ein Kind. Und Kinder lassen ihren Gefühlen freien Lauf, ne? Ja. Und deswegen ist es für mich auch wichtig, dass halt im Trainingslager, dass ich einfach eine Qualität vorfinde an Training oder dass ich halt eine gewisse Qualität trainiere, die ich eben sonst zu Hause einfach nicht hätte. Mhm. Weil sonst könnte ich auch zu Hause bleiben. Ja? Genau, und diese Qualität, das motiviert mich dann quasi halt da zu bleiben oder halt zu sagen, na gut, deswegen bin ich da, ja? Weil ich einfach, ich kann nach Hause, muss nicht in den Kindergarten, oder darf nicht in den Kindergarten oder muss nicht, ja, ist egal, muss auch nicht Fußball spielen, muss kein Wettrennen machen oder sonst was, sondern ich gehe duschen, esse was und dann lege ich mich ins Bett. Ja. Punkt. Und warte, bis das nächste Training ansteht. Ja. Ja, so. Und das ist natürlich zu Hause nicht so. Das ist auch nicht schlimm, dass es nicht so ist oder nicht, ja, aber das ist halt der Unterschied zum Trainingslager. So. Steigert das dein Pflichtbewusstsein dem Training gegenüber? Also zu Hause musst du strukturiert sein und du musst dann, wenn dein Zeitfenster da ist, dann das Training absolvieren und so. Aber so, da kann ich jetzt nur für mich sprechen. Ich habe auch das Gefühl, dass hier im Trainingslager nach den ersten ein, zwei Tagen ankommen, einfach, da ist 10% mehr Bums da. So, ja. Ne? Das führe ich einmal darauf zurück, weil man halt mehr Zeit zum Ausruhen hat und mehr Zeit für sich und du drumherum keine Orga-Aufgaben hast. Ich führe es aber auch darauf zurück, dass man so denkt, so Alter, jetzt Schalter umlegen und jetzt alles richtig machen. Weil jetzt stehe ich hier in der Pflicht, irgendwie die Family ist zu Hause, die könnten mich jetzt auch gut gebrauchen. Genau. Und jetzt alles oder nichts, so. So, genau, dann ist das Kind zu Hause krank oder sowas weiter und dann rufst du zu Hause an und sagst, hey, ja, wir sind jetzt hier gerade, was weiß ich, ja, am Meer, trinken Cappuccino und alles ist gut und hey, Ja, hä? Ja, nee, ja. Das machst du natürlich nicht, ja, und deswegen, das ist auch ein Pflichtbewusstsein und wenn du dann da halt auch trainierst, dann gehst du halt auch raus und sagst, ja, jetzt will ich es halt auch ordentlich absolvieren, das Ganze, weil ich mache das halt nicht zuletzt halt auch für die Familie. Ja, klar, ist ja dann ein Job. Ist halt. Ja meine Arbeit, ja, genau. Ja. Und das muss ich schon sagen und das ist auch nicht leicht, ne, aber das ist part of the job, ja, damit muss man zurechtkommen und ja, Punkt. Ja, also am Ende ist das ja jetzt irgendwie eine gute und eine schlechte Seite gleichzeitig. Genau. So, ja. Kommen wir aber wieder vielleicht so zu den leichteren Themen und den schönen Sachen zurück. Jetzt hast du es ja gesagt, das ist jetzt Saisoneinstieg, 2 Wochen Mallorca reinkommen, erstmal Training machen, wieder irgendwie so ein gewisses Level an Fitness zu erreichen, damit man dann weitergehen kann. Wo geht die Reise jetzt hin? Also du hast dich qualifiziert für einen Ironman, der ist aber erst im Oktober auf Hawaii, die Weltmeisterschaft. Und dazwischen liegt noch eine ganze Saison. Also wie geht es jetzt weiter? Gibt es schon einen Planungsstand oder kommt das jetzt erst alles? Also einen ganz konkreten Planungsstand gibt es noch nicht. Wir wollten jetzt auch erstmal einfach gucken, ich habe ja noch nie zu so einem späten Zeitpunkt, 21. November, einen Ironman gemacht und auch dementsprechend noch nie so eine späte Saisonpause gehabt. Deswegen wollten wir jetzt auch erstmal schauen, wie ich wieder reinkomme und so weiter und gerade mit den neuen Partnern und so weiter, gerade mit
mit den Lieferschwierigkeiten, die immer auftreten können, irgendwie in der heutigen Zeit jetzt, ja. Ja, wollte ich mich jetzt halt auch nicht festlegen, sagen, ja, Mitte Februar oder was weiß ich, da will ich an das Rennen, so bereite ich mich drauf vor, geht nicht, weil irgendwas fehlt, so kann immer sein jetzt. Deswegen haben wir gesagt, ja, wir starten jetzt erstmal eigentlich recht relaxed da rein. Was ich auf jeden Fall Bock habe, ist so eine, so zwei Peaks eigentlich zu haben in der Saison. Der erste Peak wäre dann entweder Rot, Frankfurt oder Klagenfurt. Also ein Sommer-Ironman. Genau, einen klassischen Sommer-Ironman. Oder Challenge. Ja, eine klassische Sommer-Langdistanz. Und dann eben Hawaii als zweites. Ja, ja, genau. Da, das habe ich auch gemerkt, ist auch wichtig, für, gerade in Südafrika im Vorfeld, du musst Bock haben auf die Wettkämpfe. Ja. Bringt dir gar nichts, wenn da das höchste Preisgeld ist, wenn da das höchste Preisgeld ist und keine Konkurrenz ist, wenn du keine Lust hast und dann klappt es nicht. Ja. Mhm. Und ganz im Gegenteil genauso, ja, wenn irgendwo ganz hohe Konkurrenz ist wie Hawaii und die Chance ist, dass du da gewinnst, doch im Vergleich zu anderen Wettkämpfen doch relativ gering ist, aber wenn du Bock drauf hast, dann zieht es richtig. So ist es jedenfalls bei mir und darauf hätte ich halt Bock, ja. Langdistanz im Sommer, richtig jetzt da fokussiert drauf hinarbeiten und dann halt Hawaii all in, ja. Hast du jetzt nochmal mehr Bock auf so eine Triathlon-Saison nach so einem Erfolg wie Südafrika, vor allem wenn es dann das letzte Rennen von irgendwie, keine Ahnung, zwei wirklich verkorksten Corona-Jahren war, ja, wo nicht viel ging für alle, mit so einem Ding in der Tasche irgendwie in die Saisonpause zu gehen und jetzt in eine Triathlon-Saison zu starten, die halt echt irgendwie eine Saison werden dürfte, ist das Motivationslevel, was bei dir eh immer relativ hoch ist, höher als sonst oder anders oder stellst du bei dir selber irgendwie eine Veränderung fest, die das Rennen so bewirkt hat? Motivation ist gleichermaßen hoch, aber vielleicht einen Ticken höher noch. Ja. Und ansonsten glaube ich, habe ich Bock, die Rennen, die ich machen werde, bedachter anzugehen. Eigentlich so, wie ich es in Südafrika gemacht habe. Ja. Mhm. Darauf habe ich irgendwie Bock. Einfach dann am Ende oben zu stehen. Ja. Ja. Und gerade bei Langdistanzen. So ja. Mitteldistanzen, ja, okay. Da gibt es aber die jungen, schnellen, ich sag mal so, das kannst du dann mit so einem eisernen Willen nicht mehr so beeinflussen. Ja. Aber so eine Langdistanz, die kannst du einfach mit so einem eisernen, knallharten Willen irgendwie noch richtig halt durchboxen. Und halt noch so gewinnen, ja. Und darauf habe ich Bock, ja. Einfach so diese Sinnesschärfung auf den Sieg, ja. Das ist eine wahnsinnige Motivation jetzt. Auch durch Südafrika vielleicht, weil ich da einfach das so mir selber gezeigt habe, dass ich das irgendwie auch kann. Ja. Ja. Und das macht mich stolz, muss ich auch sagen. Der Sieg, der erste Platz ist schön, so, aber ja, okay, ja, das soll jetzt nicht minderwertig klingen oder so, sondern aber oh, ja, ich hoffe, dass da noch mehrere erste Plätze kommen, aber so dieser innerliche Prozess, das Rennen mit mir dann gemacht hat, ja, auf den bin ich eigentlich stolz. Ja, merkst du das auch in so einem Trainingslager wie jetzt? Ich meine, es ist ja eine relativ große Gruppe und wir sind ja so ein bisschen die Söldner, also das Seibsquad ist hier und wir dürfen auch da sein und waren jetzt ja hier auch in so einem Ferienhaus, Selbstverpflegung, ich glaube, du kanntest genauso viele oder wenige Leute hier wie ich. Ich habe das aber als sehr bereichernd irgendwie empfunden, mal unter andere Leute zu kommen, nicht immer mit den gleichen Nasen unterwegs zu sein, die man sonst so kennt und einfach auch so ein bisschen zu gucken, wie machen das die anderen, welche ja. Seiten finde ich gut und was finde ich auch irgendwie für Verhaltensmuster schlecht oder wie sehe ich mich da selber so. Und was ich hier gemerkt habe, ist so dieses sich auf sich konzentrieren. Mhm. Irgendwie auch mal ausblenden, was die anderen machen, gar nicht so viel bewerten, gar nicht so viel vergleichen, auch zu sagen so, ja, mag sein, dass die Gruppe jetzt das macht oder dass bei denen jetzt das ansteht, aber mein Plan sagt, ich soll das machen und ja. Ich muss mich jetzt darauf konzentrieren, dass ich das Richtige tue, was für mich gut ist. Merkst du dann in so einem Trainingslager das auch, wenn du mit anderen Leuten unterwegs bist, dass dein Fokus sich irgendwie geschärft hat und
dass du darin besser wirst und auf einem guten Weg bist? Ja, also was ich merke, ist, dass ich halt das für mich so besser einordnen kann. Wenn es eine Einheit ansteht, von mir aus eben in der Gruppe, mit alle machen mit, da hätte ich früher einfach mit, voll mitgefeuert. Egal, ob ich jetzt vom Training stand, meilenweit zurück wäre, ja, es wäre mir egal gewesen. Ich hätte einfach mitgefeuert, bis ich quasi dort umfallen würde. Und das hat sich jetzt geändert. Also ich laufe dann, was weiß ich, wir haben 400 auf der Bahn gemacht und ich kann jetzt zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht so fit sein, wie jetzt ein Gregor Payet, der eben auch da war, der einfach schon viel mehr Intensität gemacht hat. Für mich waren das die ersten 400er seit, weiß ich nicht, seit letztem Sommer. So, ja. Und das habe ich halt gemerkt. Da habe ich mir einfach innerlich gesagt, Piano, alles gut, ja, tranquilo, du machst dein Ding, du fängst mal an, aber du kennst deine Bereiche. Ja, und jetzt geht es erstmal nur darum, da durchzukommen. Mhm. Ja, und früher hätte ich dann halt einfach, ja, Zunge wäre zwischen den Knien geschlottert, ja, aber Hauptsache halt mitgefeuert. Ja. Und jetzt ist halt einfach so, und das hat nichts mit Gemütlichkeit oder Faulheit zu tun, sondern einfach mit, nein, alles andere macht jetzt gerade keinen Sinn. Ja. Ja, mit Reife, vielleicht, wenn man so will. Ja. Ja, aber das erfordert natürlich auch wieder ein bisschen Selbstsicherheit. Ja? Und eben auch, was du gesagt hast, so mein Plan ist, ich mache das schon mit, das ist der Plan, aber ich habe trotzdem auch noch meinen ganz, ganz eigenen Plan, was zum Beispiel Tempogestaltung angeht und so weiter und so fort und kann mich gerade einordnen in den Prozess der Vorbereitung auf die Saison. Mhm. Ja. Das hast du doch gut auf den Punkt gebracht. Und ich meine, das ist ja auch was, das kann jeder für sich mitnehmen. Ich meine, die Trainingslagersaison geht ja für die meisten Age-Grouper jetzt erst los. Also jetzt steht ja Fuerteventura und Mallorca für viele an. Und gerade wenn man dann unter anderen Triathleten, unter Gleichgesinnten ist, dann verleitet das ja eher dazu, vielleicht auch zu überzocken. Gerade in den ersten Tagen vielleicht so ein bisschen da die Hahnenkämpfe auszufechten. Und das, was du jetzt gesagt hast, hilft ja vielleicht dabei, sich daran zu besinnen, dass das eigentlich keinen Sinn macht, sondern sich halt tatsächlich auch in großen Gruppen sich auf sich konzentrieren, gucken, was einem selber gut tut und so. Und in dem Sinne war das doch eigentlich auch ein ganz schönes Schlusswort, würde ich mal sagen. Ja, ja? Finde ich auch. Dann danke dir und wir sind gespannt, wo die Reise hingeht und werden das natürlich verfolgen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bei irgendwie einem der großen Wettkämpfe noch. Auf jeden Fall. Danke euch und hoffentlich bis bald.